In dieser Folge spreche ich mit jemandem, der über 10 Jahre, zweimal, um ehrlich zu sein, bei McKinsey war, als einer der ganz wenigen, und der sich heute zur Aufgabe gemacht hat, Leuten zu helfen, wie man speziell in die Top-Etagen MBB-Strategieberatung kommt. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Moritz, ich mach mal so, sag gerne noch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du? Was hast du schon so gemacht? Ich war der Beste im Gymnasium. Ich habe dann nebenbei eine Zeitung gegründet und eine Cocktailbar gemacht. Dann habe ich Jura studiert, da war ich in den Top 1%. Dann war ich in der besten Unternehmensberatung der Welt bei McKinsey 10 Jahre und seither bin ich Unternehmer, Startups gemacht. Und jetzt kümmere ich mich um das Thema, wie kommt man an seinen Traumjob ran? Cool, starte doch gerne einfach mal weiter durch. Also, du setzt dich so viel mit Unternehmensberatung auseinander. Was ist vielleicht so auch erstmal der Hauptfehler, den die Leute machen? Warum kommen sie nicht an diese Jobs? Ich erzähle eine Geschichte aus Bitte. meinem eigenen Leben. Ja. Nachdem ich bei McKinsey raus bin, hätte mich eigentlich Venture Capital sehr interessiert. Und der Grund, warum ich heute nicht in Venture Capital bin, ist ein ganz einfacher. Ich habe nie eine Bewerbung abgeschickt. Ich habe irgendwie damals lauter so Glaubenssätze. Ah, mein Profil ist da nicht richtig. Ja, wenn ich dann dort bin, dann werde ich sicherlich nicht gut sein. Ja, die Industrien, die ich bei McKinsey gemacht habe, die sind nicht so relevant. Und so weiter. Das nennt man limitierende Glaubenssätze. Und was uns meistens davon abhält, unseren Erfolg zu bekommen, sind irgendwelche Gedanken, die wir haben. Wir nehmen schon Dinge vorweg, ohne zu wissen, ob das so ist oder nicht. Und dann war ich so davon überzeugt, dass das nichts werden wird. Aber der wahre Grund ist, kein einziger von diesen Gründen ist der wahre Grund, warum ich nicht dort bin. Der wahre Grund ist, ich habe nie auch nur eine Bewerbung abgeschickt. Und dieses ganze Thema, wie limitieren wir uns selber, wie funktioniert Erfolg, das hat mich die letzten 3 Jahre, habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und bin drauf gekommen, 80% des Erfolgs ist Psychologie. Das ist auch als Berater, ist man sehr viel Psychologe. Wie kriege ich meine Klienten dazu, dass sie das glauben und morgen was anderes tun, als sie heute tun? Und so bin ich auf das Thema gekommen, weil ich war ja selber sehr erfolgreich darin, bei McKinsey reinzukommen, bin einer der wenigen Leute, die zweimal reingekommen sind. Habe dann auch immer wieder sozusagen Interns in meinen Firmen, von denen ich das Gefühl hatte, hey, die könnten da gut reinpassen. Ich habe gesagt, du hast das schon mal überlegt, zu McKinsey reinzukommen. Dann habe ich die ein bisschen gecoacht und dann hat das immer funktioniert. Und ich fand das eigentlich recht einfach. Auf der anderen Seite, das gilt als der schwierigste Prozess und der selektivste Prozess. Dann habe ich mir das mal angefangen anzuschauen. Woran liegt das eigentlich, dass es für die meisten so schwierig ist? Und habe ein Programm entwickelt, das im Wesentlichen aus 3 Schritten besteht. Du musst wissen, im Consulting sind immer alles 3 Schritte. Oder 5 manchmal auch. Manchmal auch 5. Aber die alten Senior-Partner, wenn die irgendwas gefragt werden, dann sagen sie immer, da gibt es 3 Faktoren, ja, da müssen wir 3 Dinge tun. Und da weiß man dann schon genau, 2 haben sie schon im Kopf und während sie reden, denken sie über den dritten Ja, nach. eigentlich einfachste Argumentation, ja. Wenn man nur 2 hat, ist es irgendwie schwierig, wenn einer umgetreten wird, dass die ganze Argumentation kippen geht. Deswegen sind 3 Punkte bei einer Argumentation super und die kann man sich auch noch gut in Erinnerung behalten. Ja, und ich werde jetzt die 3 Elemente erklären. Bitte, ja. Zuvor noch ein bisschen eine Einführung. Das, was man heute im Markt draußen an Literatur findet, führt einem auf die falsche Fährte. Also, da gibt es 60 Bücher auf Amazon, die sagen, wie mache ich das Case-Interview? Jedes dieser Bücher ist 250 Seiten dick und die sagen dann auch noch, das eine sagt, ich habe 40 Frameworks und das andere sagt, ich bin besser, ich habe 60 Frameworks. Und dann erstarrt man in Angst davor und denkt sich, oh mein Gott, ich muss ja da wohl vorher noch irgendwie ein komplettes Studium dieser Bücher machen, um da irgendeine Chance zu haben. Und man kommt auf eine völlig falsche Fährte. Man geht da hinein unter Druck
und mit Angst und dann kann man nicht mehr performen. Ja, unser Gehirn funktioniert perfekt, bis wir uns verlieben oder ein Jobinterview haben. Und die drei großen Schritte, die bauen aufeinander auf. Zuerst am Anfang steht der Mindset, Unstoppable Mindset. Ich muss das für mich zuerst mal in meinem Selbstbild drinnen haben, ich könnte das sein, das könnte für mich klappen. Die meisten Leute scheitern nicht daran, dass sie im Interview schlecht sind. Für den meisten Leuten ist diese Karriere verschlossen, weil sie nie anfangen, den Weg zu gehen. So wie ich meinen Weg in Venture Capital nie begonnen habe. Und das ist die erste Haupthürde. Ich habe ein Programm, da kommen die Leute hinein und dann glauben sie am Anfang, wir fangen jetzt gleich an mit Case Coaching. Sag ich, ne, du brauchst kein Case Coaching machen. Du musst zuerst einmal für dich wissen, ich bin gut genug. Ja, das ist die große Hürde im Leben, ist das Thema, ich bin gut genug. Und denn wenn wir sagen, ich bin gut genug, dann kann man auch anfangen, Networking zu machen. Oder dann kann man anfangen, an Events dieser Firmen teilzunehmen, mit den Menschen zu sprechen, sich darum zu kümmern. Man hat diesen Unstoppable Mindset zu sagen, das ist einfach, ich kann das, wo sind die Informationen, die ich brauche, und so funktioniert Erfolg. Wenn ich das nicht habe, werde ich nie Erfolg haben. Das ist die erste Ebene, die wichtigste Ebene, und das ist die Ebene, die kaum unterrichtet wird auf dem Weg dorthin. Mhm. Der zweite Schritt ist natürlich, wie komme ich durch das CV-Screening? Auch da gibt es wieder ein Riesenproblem. Die meisten Menschen schreiben ihren CV als ein Inhaltsverzeichnis ihres Lebens. Die sagen irgendwie so, hier ist alles, was ich gemacht habe. Könntest du schauen, ob da vielleicht irgendwas drinnen ist, was dir gefällt? Und wie bei einer guten Executive Summary sagt man, einer muss sich immer Mühe geben, entweder derjenige, der es verfasst oder derjenige, der es rezipieren muss. Ja, und ich schwöre dir, 99,9% der CVs, die ich bekomme, da muss sich der Leser bemühen und sagen, ist da jetzt irgendwo, ist denn da was drinnen, was jetzt irgendwie toll wäre? Und das Wichtige ist, ein Lebenslauf ist nicht perfekt, weil man ein perfektes Leben hatte, sondern ein Lebenslauf ist perfekt, weil er perfekt geschrieben ist. Und wir haben alle ein Urteil gefällt über unser eigenes Leben. Wir haben alle ein Bild, wie gut sind wir. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, sag mal, wenn du dich einordnest, so 1, 0 bis 10, so overall, die meiste Antwort ist eine 7 oder eine 8. Aber was wir lernen müssen, ist zu sehen, wo sind eigentlich diese 10 Momente in unserem Leben? Und wo ist das, wo ich einen Unterschied gemacht habe und Impact hatte und was macht mich aus? Und ich spiele dann nur diese Dinge aus. Ich bringe Ihnen bei, die Geschichte Ihrer eigenen Großartigkeit erst einmal zu entdecken. Wie bei deinen ersten 30 Sekunden in diesem Gespräch. Genau, hast du gemerkt? Also wenn ihr zurückgeht, hört euch nochmal an, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, das war ja fast ekelhaft, wie ich über mich selber angegeben habe. Und ich schwöre euch, in meinem Leben ist schon so viel schief gegangen und so viele Dinge, die nicht geklappt haben. Und also es ist furchtbar, es ist wirklich, manchmal verzweifle ich an mir. Aber was ich gelernt habe ist, wenn ich da in diesem Moment, wo ich, sagen wir mal, einen McKinsey-Partner treffe, ich muss binnen 30 Sekunden die Aufmerksamkeit erregen. Und da sagen viele, ja, aber da irgendwie so, da so angeben, ist das nicht unangenehm? Nein, es ist nicht. Diese Menschen suchen nach High-Performern. Bitte sag in den ersten Momenten, dass du ein High-Performer bist. Das ist der zweite Teil. Also die eigene Großartigkeit entdecken und kommunizieren lernen. Und einen Lebenslauf schreiben, der vom ersten Punkt an, von der ersten Zeile weg ist so, wow, 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 großartig. Die meisten Lebensläufe sind so, puh, Worte, 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 Worte. Ist da irgendwo was dabei, was ich irgendwie gut spätestens finde? Jetzt werden viele sagen, ja, aber es gibt doch das Thema Noten und meine Abiturnote war nicht so gut, meine Studiennote war nicht so gut. Habe ich trotzdem eine Chance? Was kann ich tun? Genau, das ist der Hauptlimiting Belief, ich bin nicht gut genug. Ehrlicherweise, who cares? Who cares? Es kostet nichts, sich zu bewerben.
Lerne deine eigene Großartigkeit zu identifizieren. Probier es. Vielleicht bist du es ja. Wenn du abgewiesen wirst, kein Problem. Überleg, an welchen Ecken fehlt es noch. Füg was dazu. Probier es wieder. Also das wird viel zu digital gesehen. Die Diskussion in den Köpfen ist immer wieder, bin ich gut genug, bin ich nicht gut genug. Ja, man glaubt irgendwie, das Bild ist, es ist eine Pyramide und die nehmen nur die Spitze der Pyramide und ich bin aber irgendwie auf einer 7 oder 8. In Wahrheit ist das ein Riesenteich an Fischen und die Firmen stehen daneben und müssen irgendwie in diesem leicht trüben Wasser für sich die richtigen Kandidaten rausfinden. Und das, die können das nicht so einfach identifizieren. Nur die, die eine Flosse raushalten, werden gesehen. Und die, die ihre Flosse raushalten und lerne, deine Flosse rauszuhalten. Ja, dieses Lerne, eine Geschichte darüber zu erzählen, über deine, was war großartig an deinem Studium? Oder mach das Argument, dass du sagst, in den letzten 2 Jahren hatte ich nur Top-Noten und die ersten 2 Jahre habe ich Party gemacht. Hey, das ist eine Geschichte über Priorisierung und Entscheidungen treffen können und halt, und man muss halt das rausstellen, was funktioniert hat. Und dann sagen die meisten, ja, aber das ist trotzdem so, dass die einen gewissen Notenschnitt haben wollen. Ja, und? Also, dann probier es da. Wenn es da nicht klappt, geh in eine kleinere Beratung. Verdiene dort deine Sporen. Wechsel später rüber. Liefer Amazingness. Hab Impact in deinem Leben. Aber hör auf, dich selber, dauernd ein Urteil über dich selber zu fällen. Der Grund, wiederum zurück zu meiner Geschichte, der Grund, warum ich nicht in Venture Capital war oder bin, ist, dass ich schon ein Urteil über mich gefällt hatte und es nicht einfach probiert habe. Und natürlich sind die Kriterien sind hart, aber das heißt nicht, dass man sie nicht erfüllen kann. Also, go for it. Ja, und wenn man Consulting machen will, ach, da gibt es so viele Wege. Es gibt so viele Wege. Ich sehe es ähnlich, weil wir sprechen gleich noch über deinen dritten Punkt, aber allein so ein bisschen die Energie reinzustecken, es reden so viele drüber, dass sie es wollen oder dass sie auch zu einer Top-Adresse wollen, aber wenige wenden die Energie auf, das ein bisschen strategisch anzugehen, ne? Ich sage den Leuten immer, okay, mach mal eine Top-10-List und dreh die Liste um. Bewirb dich von dem Platz 10 nach oben hin, damit du das Selbstvertrauen aufbaust, damit du, wenn du an deiner Top-Adresse oder kurz davor bist, damit du die Erfahrung hast, dass du schon 2, 3 Absagen gekriegt hast, immer wieder iterativ verbessern konntest oder auch sagen kannst, okay, ich hab gemerkt, das ist gar nicht die Top-Adresse, das hat mir auch so gut gefallen, ich mache das jetzt. Aber sich das ein bisschen aufzubauen, zurechtzulegen, die wenigsten, glaube ich, schicken mehr als 3 Bewerbungen raus und wundern sich, warum nichts passiert oder warum sie nicht vorankommen. Und da spielen so viele Sachen mit ein. Ja? Das Timing, warum es nicht klappen kann und das einfach ein zweites Jahr, ein drittes Jahr immer mal wieder zu probieren, haben viele gar nicht die Ausdauer für. Genau. Das ist genau dasselbe unterrichte ich auch. Aber mach du gerne mal weiter mit deinem dritten Punkt. Das beim CV. So, jetzt haben die aufmerksamen Zuhörer schon kapiert, dass Hauptteil der Arbeit liegt darin, seinen Mindset hinzukriegen und die Geschichte der eigenen Großartigkeit herauszuarbeiten. Der dritte Punkt ist das eigentliche Interview. Und die erfahrenen Recruiter sagen alle, also ganz ehrlich zu sein, nach 5 Minuten habe ich es schon entschieden. Da ist man noch nicht mal beim Case-Interview. Und die Leute bereiten sich alle wie wild aufs Case-Interview vor. Und dann sind sie am Anfang im Persönlichkeitsteil, geht es erstmal runter und dann müssen sie dagegen arbeiten durch Brillanz im Case-Interview. Ehrlicherweise, manche meiner Case-Interviews, die sind total in die Hose gegangen in meinem eigenen Bewerbungsprozess. Ich hatte keinen Plan, was der von mir will. Aber wir hatten ein gutes Gespräch und dann haben sie mich trotzdem angeheuert. Die Denke ist falsch. Dieses Lernen, wie das Case-Interview funktioniert, das muss man schon, aber das ist die Spitze oben. Vorher kommt, dass ich vorbereitet drauf bin, welche Fragen kommen da, dass ich meine Geschichte erzählen kann und zwar so erzählen kann, dass sie der andere kapiert, dass ich Selbstvertrauen habe und Selbstvertrauen ausstrahle, weil die
grundsätzlichen zwei Fragen des Case-Interviews sind nicht bezogen darauf, kann ich einen Case lösen. Die erste Frage ist, kann ich den Typen morgen meinen Klienten gegenüber setzen? Und die zweite Frage ist, will ich mit dem Typen morgen in meinem Team zusammenarbeiten? Dritte Frage vielleicht noch, so stimmt das, was er da übermittelt hat, weil das ja erstmal der Grund war, warum ich in dem Raum sitze, oder? Also nochmal zu prüfen, hat das alles so gepasst, kaufe ich das dem ab, das nochmal in Ansätzen nachzuvollziehen? Ist das auch ein Punkt? Ist nicht meine Erfahrung, dass das so im Vordergrund steht. Natürlich, das prüft man schon mal ab. Das wäre ja eigentlich absurd, dass jemand da irgendwie so nicht so unrichtige Sachen draufgeschrieben hat. Aber die Hauptfrage ist wirklich, kann ich mit dem zusammenarbeiten? Also wenn ich da jemand habe, der eigentlich Angst vor mir hat, Gott, da kann ich nicht mit dem arbeiten. Oder wenn jemand da sitzt, ich mache mal ein Beispiel. Das Case-Interview ist ein freundliches Gespräch, wo der Interviewer dem Interviewee auch helfen will. Wenn dieser Interviewee nicht das, was ich ihm an Hilfe gebe, aufgreifen kann, sondern dann irgendwie wieder irgendwohin abzweigt, wo man sagt, wie wäre es denn, haben wir vielleicht auch noch gedacht an, ob Pricing eine Rolle spielen könnte? Und der sagt dann immer, ja, nee, Pricing habe ich schon ausgeschlossen. Nein, du Trottel, ja, ich habe dir gerade Hilfe gegeben. Also, wenn Leute nicht coachable sind, dann das sind die Ausschlusskriterien. Das wird einfach sehr schwer. Denn das wird einfach total schwer, wenn man nicht ein Gespräch hat, was gemeinsam entwickeln kann, einen Gedanken weiterentwickeln kann. Weil das die Hauptarbeit auch ist, im Grunde in der Kopfarbeit miteinander. Ja, und diese Fähigkeit des anderen, auch Informationen schnell aufzunehmen. Also der Arbeitsalltag ist ja so, der Partner geht zum CEO, hat ein gutes Gespräch, wieder was erfahren, kommt zurück, in einer Viertelstunde ist das Taxi da, weil er zum nächsten Flieger muss, schnappt sich irgendwie das Team und sagt, Leute, hört's zu, folgende Punkte, das habe ich erfahren, das bedeutet dies und jenes. Habt ihr das kapiert? Cool, nächste Woche sehen wir uns wieder. Ciao. Und dann müssen die auch das wirklich aufgenommen haben, wenn die dann das nicht kapieren, dann funktioniert die ganze Maschine nicht. Und darum geht es sehr viel. Und das Wichtige dabei ist, dass man lernt, welche Rolle soll ich da spielen in diesem Interview. Ich soll dort nicht der Übernerd sein. Ich muss dort, das ist eine Prüfung darin, kannst du Consultant spielen? Kannst du die Rolle für dich akzeptieren? Es ist nicht eine Prüfung im Cases lösen. Und das Verständnis darüber, das ist der dritte große Teil. Und wenn einmal das Verständnis darüber da ist, dann fangen wir an, Frameworks zu lernen, weil dann hat man auch verstanden, ach so, dazu sind die Frameworks da. Weil die meisten Leute lernen 50 Frameworks. Und dann kommen sie rein und dann kommt irgendwie eine total unstrukturierte Frage und dann sagen die so, oh Scheiße, ich habe kein Framework dafür, Scheiße, was mache ich jetzt? Was empfiehlst du an Vorbereitungszeit, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich weiß nicht, ob du unterscheidest, ob jemand einen Wirtschaftshintergrund hat oder ob er einen Quereinsteigerhintergrund hat, ob das nochmal mehr Zeit braucht, würde ich nachvollziehen können. Aber wie viel Zeit empfiehlst du oder auch wie lange brauchst du mit deinen Coaches? Da muss man für sich selber zuerst die Frage beantworten, wie wichtig ist mir das? Es gibt viele Wege dorthin. Und wenn ich das Gefühl habe, ehrlicherweise, ich möchte es einmal ausprobieren, aber wenn nicht, dann nicht. Dann reicht es auch, mein Gott, irgendwie sich ein, zwei Tage darauf vorzubereiten. Ja, macht ja nichts. Wenn ich das sage, ich will unbedingt diese Karriere haben und das soll ganz sicher klappen, dann wäre es schon intelligent, sich etwas länger darauf vorzubereiten. Aber das Wichtige dabei ist, dass man für sich selber diese Entscheidung getroffen hat. Weil was ansonsten passiert ist, wenn ich nämlich sage, für mich ist das wahnsinnig wichtig, aber ich habe mich nicht vorbereitet, dann gibt es einen Kurzschluss im Gehirn im Interview und man meint, Scheiße, ich bin nicht vorbereitet, ich kann das gar nicht genug. Und dann ist man nicht mehr, dann kann man nicht mehr performen. Während derjenige, der sagt, ich probiere das mal aus, mein Gott, man geht da rein. Also ich kenne viele Leute, die haben das so gemacht, die haben gesagt, mein Gott, ich gehe da mal rein, ich höre mir das mal an, machen da so ein Interview, die fragen mich da so ein Business Case, ich gebe da so ein paar Antworten und dann habe ich einen Job bekommen. Man muss das für sich vorher entscheiden. Also, wenn ich das einfach probieren will und ich fühle mich selbstsicher, dann sollte man sich einmal klar machen, was ist ein Case-Interview eigentlich? Da gibt es eine Struktur, die sollte man kapiert haben. Und
dann mache ich ein oder zwei Tage Vorbereitung und gehe da rein. Wenn mir das sehr wichtig ist, glaube ich, ist es sinnvoll, das ist so ein bisschen ein längerer Prozess von 3 bis 6 Monaten, wo man den Mindset aufbaut, Mindset, CV. Genau, CV, sein CV perfektionieren, Networking machen. Was meinst du mit Networking? Networking, das Wichtige am Networking ist, manche missverstehen das nämlich, es gibt keinen Nepotismus in den Firmen, da haben die ganz starke Systeme dagegen, dass irgendjemand auf Empfehlung reinkommt. Sondern das Networking bedeutet, dass ich Berater kennenlerne, um meine Angst abzubauen. Sondern irgendwie sagen, ach so, das sind einfach auch ganz normale Typen und ich kann das auch morgen sein, um einfach da mehr Selbstsicherheit zu schaffen. Dafür ist das Networking wichtig. Mhm. Networking funktioniert, also irgendwie zu sagen, ich muss jetzt Networking machen, dass mich da irgendjemand empfiehlt, das funktioniert nicht. Da gibt es ganz starke Systeme dagegen. Sehr gut. Okay, würde ich sagen, danke Moritz für die Einblicke erstmal, für die 3 Stufen. Wenn das spannend klingt oder wenn es da Leute gibt, die gerade zuhören, die sagen, ich würde das gerne mal ein bisschen genauer verstehen oder das ist hochrelevant für mich, wie kann man mehr über dich erfahren und das, was du tust? Man geht auf moritzgruber.net. Ich habe auch ein regelmäßiges Webinar, das ich halte, kann man sich mal anschauen. Und man kann meinem Podcast folgen, da spreche ich über diese Themen. Und wenn man sich mit mir gemeinsam vorbereiten will, dann einfach in meine Coaching-Gruppe kommen. Ist ein Programm, wo wir alle diese 3 Stufen durchgehen. Aufbau des Unstoppable Mindsets, den perfekten CV, die eigene Story der Großartigkeit und die Vorbereitung auf das eigentliche Interview. Und dann lernt man, wie das geht, damit man zum Schluss der Meinung ist, ist doch einfach. Sehr gut. Moritz, vielen lieben Dank. Danke dir auch. Und jetzt seid ihr gefragt, also ich stelle hier in dem Format immer wieder neue Perspektiven in den Fokus und ich glaube, das ist eine sehr, sehr passende, die der Moritz hier liefert, der wirklich aus Erfahrung sprechen kann, der nicht mal nur ein Praktikum gemacht hat und dann sagt, ich mache dich zum nächsten MBW-Berater, sondern der heute noch Seniorpartner im Freundeskreis hat. Ich glaube, das sind genau die Leute, von denen man lernen sollte. Deswegen checkt das gerne aus, gebt mir auch ein Feedback, wie ihr das so wahrgenommen habt, wie ihr das Coaching findet, wenn ihr da einsteigt und ich freue mich, dass ihr hier mit am Start seid und sage danke, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.